Vivi hat 1,2 Milliarden US-Dollar an Umsatz generiert. Wo und wie, das erfährst du jetzt in diesem Video. Außerdem gehen wir darauf ein, was Twitter gerade testet und was das mit Vivi zu tun hat und ob wir da eventuell in Zukunft unsere Vivi-NFTs auf Twitter unter anderem verkaufen können. Und wir schauen uns natürlich den nächsten Collective Drop an, den es am Sonntag gibt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stan Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten News, die du da draußen wissen solltest. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dabei, denn heute gibt es auf jeden Fall wieder einige super spannende Themen, auch bis zum Ende. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt rein in das erste Thema. Und das erste Thema ist natürlich auch wieder passend zu Halloween. Hier auf jeden Fall ein Halloween-Vivi-Event und in dem Fall ein Kostüm-Contest. Ich gehe mal davon aus, dass es natürlich in diesem Fall eher um die normalen Kostüme im Real Life geht. Vielleicht geht es aber auch um Kostüme in dem Sinne von Collectibles, dass man irgendwie aus bestimmten Collectibles dann eine Horrorfigur macht. Ich werde euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden halten, wenn du auf jeden Fall das Ganze nicht verpassen möchtest. Mit den weiteren Ankündigungen, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst du das Ganze auf jeden Fall nicht mit der nächsten Ankündigung. Ja, und ansonsten hat Vivi einen Award gewonnen und das ist tatsächlich nicht mal so ein unspektakulärer Award, denn es ist nämlich ein Award für außergewöhnliches Wachstum und die Jury war in diesem Sinne sehr beeindruckt über das Wachstum in einem Jahr, was Vivi hier erreicht hat, seien es die Lizenzen und vieles, vieles mehr. Also man muss ja auch einfach mal sagen, Vivi hat mittlerweile super viele Lizenzen an Bord, unter anderem ja Disney natürlich, DC, Warner Brothers, DreamWorks und so viel mehr. Und außerdem haben sie in dieser Zeit einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar generiert im Secondary Market. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass wir wirklich von 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz sprechen und nicht an Gewinn. Das ist schon eine Hausnummer und zeigt auf jeden Fall, dass Vivi sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wir haben jetzt auch das erste Jahr gesehen mit sehr, sehr vielen Jobs, wo natürlich auch wahrscheinlich das meiste Geld generiert wurde. Aber man sieht halt auch, was das für eine Gelddruckmaschine hier für alle Unternehmen ist und was das vielleicht auch für einen Effekt hat auf viele andere Lizenzgeber, die sagen, hey, okay, 1,2 Milliarden US-Dollar wurden jetzt hier generiert, den Markt können wir auf jeden Fall ausbauen und das ist definitiv machbar, auch in Zukunft. Man muss sich auch vorstellen, das Ganze ist ja auch immer weiter fortlaufend. Der Secondary Market mit den Secondary Fees ist ja bei jedem Verkauf, das ist ja unendlich. Also im Prinzip, ja, ist das eine unendliche Gelddruckmaschine, muss man einfach so sagen, für die Lizenzgeber. Von daher sollte das auf jeden Fall hier auch mit diesen Zahlen deutlich interessanter werden für weitere Lizenzgeber. Und ansonsten, wenn du übrigens heute Abend Zeit hast, dann komm doch sehr gerne um 20 Uhr deutscher Zeit vorbei. Dort werde ich nämlich wieder live sein mit zwei Comic-Experten. Einmal mit dem guten Chris Vivi Reisen und dem Enrico. Beide, wie gesagt, Comic-Experten. Das heißt, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, komm sehr gerne vorbei. Und ansonsten werden wir natürlich rund um das Thema Comics sprechen. Und zum Beispiel auch natürlich über das Superman-Comic Hashtag 1, dem DC-Drop und vieles, vieles mehr auf jeden Fall. Wenn du es nicht ganz nicht verpassen möchtest, Link dazu packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Außerdem haben wir noch die Drop-Details für den Chucky-Drop und den schauen wir uns jetzt direkt einfach mal an. Das Ganze droppt ja heute um 21 Uhr deutscher Zeit. Wir haben hier auf jeden Fall natürlich das Ganze im Blindbox-Format tatsächlich leider nicht animiert. Wir haben hier das erste Collectible und ja, muss ich tatsächlich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich mir cooler vorgestellt. Insgesamt einen Listenpreis von 40 Gems pro Blindbox. Das Ganze wird natürlich eine Auflage von 6666 Editions haben. Und wird außerdem eine First Appearance sein. Unter anderem wird das Ganze hier eine Uncommon sein. Anschließend haben wir dann hier auf jeden Fall ein sehr viel besseres Collectible, wie ich finde. Das Ganze wird eine Ultra Rare sein und einen Listenpreis von 40 Gems haben natürlich. Und eine Edition-Lage von 3666 Stück und natürlich eine First Appearance sein. Was das Besondere hier an diesem Drop ist, dass wir tatsächlich sogar noch einen Airdrop sehen. Und zwar nämlich für alle, die natürlich auch beide Collectibles halten. Das ist das Ganze hier einmal. Das Ganze wird natürlich eine Secret Rare sein. An dieser Stelle natürlich eine First Edition. Und die Airdrop-Anzahl bzw. die Anzahl der Collectibles, die dann gedroppt wird, hängt natürlich ganz davon ab,
wie viele Leute dann wirklich auch diese zwei Collectibles zu diesem Airdrop dann halten. Der Snapshot selbst, das heißt, bis ihr auf jeden Fall diese beiden Collectibles besitzen müsst, ist am 7. November um 17 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, bis dorthin müsst ihr auf jeden Fall beide Collectibles haben, ansonsten bekommt ihr keinen Airdrop. Und wer sich jetzt noch fragt, ja, wann wird denn das ganze Poster dann gejobbt? Das Ganze wird dann eine Woche darauf sozusagen ausgeliefert. Und wenn übrigens bis zu dieser Stelle hier gerade das Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn so unterstützt du mich auf jeden Fall enorm und du teilst über den YouTube-Algorithmus das Video an noch mehr Leute, die das Video interessieren könnte. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall unter anderem den nächsten Drop. Und zwar sehen wir hier nämlich den Disney Villains Series 2 Drop. Und das Ganze wird natürlich wieder hier mit 4 Collectibles sein. Und das Ganze wird am 30. Oktober, das heißt am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit, stattfinden im Blindbox-Format. Natürlich wieder mit Musik. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir da auf jeden Fall jetzt dann bekommen. Das wird natürlich hier in diesem Style sein, wie auch schon das letzte Mal, dass wir hier diese Villains bekommen. Finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Job und was unter anderem auch sehr interessant ist, ich werde das jetzt an dieser Stelle einfach mal einblenden, wie viele Jobs wir diese Woche hatten. Also ich habe es gar nicht mehr mitgezählt, aber es waren auf jeden Fall super viele. Also das ist wirklich Wahnsinn, was jetzt diese Woche hier alles an Jobs gekommen ist. Also wer auf jeden Fall nach dieser Woche nicht blank ist, ja, der hat auf jeden Fall Glück gehabt, denn ja, es waren schon wirklich ziemlich viele Drops. Aber ich denke auch, dass dieser Drop hier definitiv unter Retail gehen wird und von daher tatsächlich auch für mich kein Buy ist. Einfach aus dem Grund, weil ich es am Ende im Secondary Market deutlich günstiger bekommen kann. Und ansonsten sprechen wir über etwas, was Twitter gerade testet. Und Twitter testet nämlich gerade NFT-Tweet-Tiles und das Ganze tatsächlich mit Plattformen wie Rarible, Magic Eden, Depa Labs und Jump Trade NFT. Und jetzt wird vielleicht dem einen oder anderen hier auffallen, Rarible. Und was ist mit Rarible? Genau, Rarible hat nämlich auch Vivi. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel schon einige viele Metadaten und das ist meiner Meinung nach schon ziemlich interessant. Und es ist auch ziemlich absehbar, dass tatsächlich Rarible mit einer der ersten Marktplätze sein wird, neben Immutable X, wo wir tatsächlich auch Vivi-NFTs sehen werden. Dementsprechend würde natürlich hier, wenn wir auch unsere Collectibles auf den Dementsprechend, wenn wir unsere Collectibles dann auch auf Rarible haben, würde es rein theoretisch auch funktionieren, dass wir diese dann auch auf Twitter sozusagen verkaufen können, wie es Twitter ja hier gezeigt hat. Wir können das Ganze einfach mal ganz kurz hier übersetzen, was das Ganze heißt für euch. Einige Links zu den NFTs auf Rarible, Magic Eden, Dapper Labs und Jump Trade NFT zeigen Ihnen jetzt ein größeres Bild der NFT neben Details wie Titel und Ersteller. Ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Entwickler die Möglichkeit zu geben, das Tweet-Erlebnis zu beeinflussen. Das heißt, wir können dann zum Beispiel hier wirklich unser NFT tweeten und dann sozusagen see on Marketplace. Das heißt, da ist direkt eine Verlinkung zu dem Marketplace und das wäre natürlich super cool, könnte man das mit seinen Vivi-NFTs machen, denn so würde man auch deutlich mehr Aufmerksamkeit für seine NFTs auf Vivi bekommen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das hier für einen Einfluss haben wird, dann auch auf Vivi. Und ja, ich habe euch das eben schon gezeigt mit Rarible, also unwahrscheinlich ist es definitiv nicht, dass wir auch diese Funktion für Vivi bekommen, einfach aufgrund dessen, weil es natürlich auch mit Rarible in einer sehr großen Verbindung steht. Aber du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie du zu diesem ganzen Thema stehst. Würdest du es cool finden, deine NFTs auf Twitter im Prinzip direkt zu verlinken zum Marketplace? Schreib es mir mal unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon mit den wichtigsten News hier einmal zum Freitag. Wenn dir das ganze Video an dieser Stelle gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.